Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Wochenimpuls für die Woche vom 2. bis zum 8. August. Ja, der August steht vor der Tür und damit eine ganze Menge was an neuen Energien zu uns kommt, denn ganz besondere Dinge kommen. Zum einen mal haben wir in der kommenden Woche einen Wechsel in der Maya Welle, die nächste Maya Welle steht an. Wir haben das 88-Portal, wir haben einen Neumond und ganz besondere Energien, die hier dabei sind. Die, die kündigen sich schon eine ganze Zeit lang an. Und gerade die letzten Tage, ich habe so den Impuls. Da geht jetzt was in Bewegung und genau das spiegelt es hier wieder. Denn was kommt auf uns zu? Was zeigt sich? Es werden Dinge aus uns herausgekitzelt, die wir so fast gar nicht für möglich gehalten hätten. Welche Dinge sind das? Und da möchte ich schon die ersten Karten mit einfließen lassen, denn sie zeigen einfach, wo es hingeht. Und zwar sehen wir hier schon die ersten Karten. Es sind Meerjungfrau-Karten und die Meerjungfrauen, die haben eine besondere Information für uns. Nämlich, es beginnt mit der ersten Karte, die sagt, es geht bei uns um unser Urteilsvermögen. M mit dem Urteilsvermögen, wo du für dich erkennst, und wenn man die Karte anschaut, das ist fast so, wie wenn sie in einen Wasserspiegel schaut, diese Meerjungfrau, da geht es um um dein Urteilsvermögen, was nimmst du wahr, welche Einsichten nimmst du mit? Also es geht ganz ganz tief und vor allem, wenn man das als Wasserspiegel anschaut, was spiegelt sich dir? Was kommt da zum Vorschein? All diese Dinge, die werden jetzt ganz besonders. Warum wird das so besonders und ja, das hat viel mit uns zu tun, wer vielleicht auch Liebesimpulse schon gehört hat, es geht um uns ganz speziell im August und da werden wir hingeführt, Step by Step. Das hat auch damit zu tun, dass wir erkennen für uns, wo ist unsere Zufriedenheit, wo sind wir angekommen bei uns. Und schau mal im Hintergrund ein Leuchtturm. Spannende Energie, denn es zeigt, wie zufrieden bist du. Wie geht es dir innerlich? Deine, wie ist deine Gefühlsstimmung? Erkennst du schon, welcher Leuchtturm du bist? All das, das kommt hier und wird in die Waagschale geschmissen. Das geht dann noch weiter und da kommt die dritte Karte ins Spiel. Und diese dritte Karte, die macht uns dann nachdenklich, dass wir eben... Über Dinge nachdenken, dass wir schauen, ja, was passiert hier, was kommt hier. Also, dir wird so einiges klar: diese Zusammenhänge, das Zusammenspiel. Deine Seele, die wird mit dir auf die unterschiedlichsten Art und Weisen kommunizieren. Du wirst auch erkennen, und ähm, das habe ich zum Beispiel heute bzw. gestern schon sehr intensiv gespürt dass wir mit Dingen konfrontiert werden, mit unserem eigenen Weg. Und den eigenen Weg, den kennst du persönlich am aller, allerbesten. Kein anderer ist diesen Weg gegangen. Kein anderer war 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und so weiter, man kann das jetzt wirklich auf die Spitze treiben, in deinen Schuhen gestanden. Keiner ist jeden exakten Schritt gegangen. Was passiert in dieser Welt, du wirst hingeführt, dass Menschen dich auf Moment Momente, also wirklich Momente deines Lebens hin in eine Schublade stecken. Und du bist jetzt aber dabei, wirklich diese Schublade aufzumachen, rauszuschauen und zu sagen, hey, Moment mal. Das ist ein Bruchteil von mir, aber noch nicht wirklich alles. Und da wird es dich hinführen. Das wird dir absolut bewusst. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht bedarf es einige Schubladen, wo du reingesteckt wirst, auf das du dann sagst, jetzt stopp mal. Ich lass mich in keine Schublade Mehr stecken. Also, da wird sehr, sehr viel aus dir herauskommen. Es wird sehr viel dazu führen, dass du merkst, wie zufrieden bist du in dir, wie genügsam bist du auch. All das und ja, für mich hat das auch wie so eine Art Befreiungsschlag, das hier zum Vorschein kommt. Was bedeutet das jetzt für uns alle? Und die regelmäßigen Zuschauer merken schon, heute ist hier ja ein bisschen etwas anders als sonst. Wir haben die übergreifende Botschaft, wir haben die drei Stapel, den ersten, den zweiten und den dritten. Und wir haben da oben noch eine einzelne Karte. Warum kommt diese einzelne Karte hier mit ins Spiel? Denn manchmal passieren besondere Dinge und wer intuitiv auch Karten legt, wird auf jede Besonderheit achten. Und ich tue das definitiv. Ich achte auf jede Kleinigkeit und das beginnt schon beim Mischen der Karten. Das beginnt auch da, wenn du Karten aus einem Kartendeck herausholst, aus einer Schachtel. Und manchmal passiert es, da bleibt eine Karte stecken. Das ist zum Beispiel mit dieser Karte passiert. Die hat sich verstecken wollen in der Verpackung. Da gilt es immer einen besonderen Augenmerk drauf zu halten. Deswegen habe ich diese Karte hier oben hingesteckt, weil wir werden dann natürlich noch bei jedem individuellen Stapel schauen, was bedeutet das für dich persönlich? Jetzt möchte ich aber erstmal diese Karte dazu holen, damit ihr wisst, um was es geht. Was möchte sich denn so verstecken? Was zeigt sich nicht sofort? Da kommt die Selbstermächtigung. Es geht darum, dass du über mehr Kraft verfügst, als du weißt. Es geht darum, dass du dich traust, dass du deine Kraft lebst und dass du sicher wirst. Wow, jetzt siehst du, diese Karte hat sich versteckt. Die Selbstermächtigung. Und ich glaube, dass diese Selbstermächtigung, wir haben hier ganz viel gesehen, wo es schon in diese Richtung ging, und das ergänzt es perfekt, diese Karte, das hat mit dir alleine zu tun. Und warum versteckt sich die Karte? Da, da will etwas raus, da will etwas aus dir heraus. Und ja, was ist deine Karte, die sich versteckt? Deine Karte in Form von dieser Karte, die dir aber klar zeigt, was hat sich bei dir versteckt? Und ich glaube, das wird dir immer bewusster, dass du aus deiner Schachtel, aus deiner Schublade aussteigst und sagst, stopp, hier bin ich. Das bin ich. Und das ist mein Leben. Und das wird dir sowas von bewusst in dieser kommenden Woche. Woche. Ähm, du gehst da einen, einen gewaltigen Schritt nach vorne. Und ich glaube, das bedeutet ganz, ganz viel. Ausdehnung für uns und das passt absolut zu den Energien vom August, denn ich möchte da ein bisschen weiter ausholen, denn das werde ich auch im nächsten Maya Wellen Reading ansprechen. Wir sind so langsam, viele kennen ja das Maya Kalenderjahr, was ja Ende Juli immer abschließt und neu beginnt. Und dann gibt es noch den Zollkin. Und ähm, der Zollkin hat ja tatsächlich die Wellen, die dann den Wechsel haben. Das heißt, Ende August haben wir den Zollkin einmal komplett durch und beginnen die nächste Runde im Zollkin. Auch immer nochmal eine ganz besondere Energie. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass zum Ende hin, die letzten Meierwellen, die kommen, man wirklich da nochmal hinschaut auf die Dinge, was hat man in dem Ablauf des zolkien gelernt, was versteht man? Man wird auch noch mal ein bisschen geprüft und das zeigt sich jetzt ganz, ganz deutlich. Also der August wird ein ganz besonderer Monat in diesem Jahr und ähm, ja, für jeden bedeutet das etwas Spezielles. Deswegen, wir werden beim ersten, beim zweiten und beim dritten Stapel jeweils nochmal auf diese Energie mit eingehen und die ganz besonders dazu holen. Jetzt aber würde ich sagen, lasst uns starten mit den individuellen Botschaften und wir schauen, was bedeutet das alles für dich. Alle, die den ersten Stapel gewählt haben. Ja, ich möchte dich ganz speziell ansprechen auf diese Karte. Was hast du gefühlt, was hast du gespürt, als die Karte Selbstermächtigung kam? Was hat das mit dir gemacht? Und ich hole sie nochmal her, als ich auch diesen Text vorgelesen habe. Du verfügst über mehr Kraft, als du weißt. Traue dich, deine Kraft zu leben. Du bist sicher. Vielleicht macht es auch jetzt erst etwas mit dir, wenn du ganz gezielt hier drauf hingeschubst wird. Heuche in dich hinein, stopp vielleicht kurz das Video. Was macht diese Botschaft mit dir? Diese Botschaft, die wird ergänzt. Du bist eine Zauberin, du verfügst über magische Kräfte und kannst deine klare Absicht Wirklichkeit werden lassen. Wow. Was ist deine klare Absicht? Wo möchtest du Wirklichkeit werden lassen? Das ist eine ganz ganz wunderbare Botschaft, denn diese Dame, was wir hier sehen, sie reitet durch ja ein Gebiet, wo man das Gefühl hat, das ist nicht so unbedingt das schönste, aber sie geht ihren Weg. Auch du gehst deinen Weg. Du gehst absolut Deinen Weg wichtig ist, dass du diesen Weg gehst, den du gehen möchtest, nicht den, den andere dir auferlegen, sondern wirklich den, den du möchtest, und nicht nur das, weil, wenn du diesen Weg gehst, zeigt es dir ganz klar, da kommt Wohlstand. Das Universum schüttet sein Fullhorn über dich aus. Sei offen, um zu empfangen. Du darfst annehmen, du darfst jetzt annehmen. Und das ist das Wichtige. Ganz bewusst. Jetzt, hier. Du darfst annehmen. Du hast einiges getan. Du hast einiges in die Wege geleitet. Bewusst, unbewusst, aber du hast es getan. Und das ist das Schöne. Du bist deinen Weg gegangen. Geh ihn weiter. Du bist auf dem Weg der Selbstermächtigung. Und genau das ist es. Du hast Kräfte in dir. Du hast hier sicherlich auch um Unterstützung gebeten, denn ja, nimm himmlische Hilfe an. Und diese Karte spricht davon, du hast um Hilfe gebeten. Die Karte sagt, also geh aus dem Weg und lass dir vom Himmel helfen. Vielleicht stehst du dir selber ein wenig im Weg für einen kleinen Etappenschritt und es bedarf so ein bisschen Kurskorrektur. Der Himmel möchte dir helfen. Der Himmel schickt dir. Alles, was du brauchst, und sag dir ganz klar: Ja, die Wellen des Wohlstandes kommen. Neue Fülle und spannende Chancen überfluten dich gerade. Also, wenn ich du wär, dann. Es geht um dich, es geht um deine Kraft. Selbstermächtigung ist hier die Wunderwaffe. Du ermächtigst dich, du erlaubst dir in großen Schritten auf das zuzugehen, was deins ist, was was dein Ding ist, was dir zusteht, all das. Es geht auch für dich und jetzt schau dir das an, wir haben hier die Chakren passend zu meiner Chakrenkerze. Es geht auch um Gesundheit, Chakra für Chakra durchzugehen und ich glaube, das was wir hier sehen, dass verschiedene Dinge auch hier Step-by-Step Step bei dir durch die Chakren geht. Also du wirst das auf unterschiedlichste Art und Weise spüren, wie Veränderung von Chakra zu Chakra bei dir passiert und wie das ankommt. Das hat damit zu tun, dass bei dir schlicht und ergreifend Glück geplant ist. Und jetzt schau mal, du hast hier den Wohlstand, die Wellen des Wohlstandes und hier die, das Glück. Also du kriegst hier wirklich eine ganze Bandbreite an ganz wunderbaren Dingen quasi mehr oder weniger zu Füßen gelegt. Und ja, jetzt gilt es nur noch hinzugreifen. Schlicht und ergreifend hinzugreifen auf das, was hier für dich kommt. Ermächtige dich selbst, das ist das Thema. Was hier auch passiert, und das sagt uns Erzengel Michael, er sagt, du bist frei. Du bist frei. Du hast sicherlich vieles erlebt. Du bist durch Wandlung, du bist durch Transformation gegangen. Und jetzt, jetzt zahlt sich das alles aus. Du bist frei. Wow, du bist frei. Und es geht noch weiter. Du gehst den Weg des Ritters, verwirkliche deinen Traum. Also sei dir ganz bewusst, was ist dein Traum? Wo möchtest du am Ende deines Weges, den Weg des Ritters, ankommen? Selbstermächtigung, du ermächtigst dich, dein Gedankengut, das wird sich so verändern, dass du dich ermächtigst, dass du dir wirklich erlaubst, da anzukommen. Und darum geht es. Es geht auch um etwas ganz Besonderes noch obendrauf, nämlich wir sehen hier die Karte Respekt. Und mit der Schwingung der liegenden Acht kommt ein tiefes Verständnis für die dualen Zusammenhänge auf der Erde zu dir. Du wirst aus diesem Verstehen sehr viel Weisheit gewinnen. Du wirst für dich, für deine Individualität, aber auch für andere Menschen hier etwas Neues kreieren. Und das hat unter anderem mit Respekt zu tun. Respekt zu dir, Respekt zu anderen. Du wirst merken, also da geht etwas ganz Besonderes aus dieser Energie, eben ganz besondere aus der Schwingung der liegenden Acht hervor. Und das hat bei dir in deinem Fall mit Geben und Nehmen zu tun, dass es in einem Gleichgewicht ist. Diese Karte ist eine besondere Karte, sie kommt aus den Rauhnächten und ähm, sie fragt dich ganz klar, wo hast du zu viel gegeben? Wo hast du zu viel genommen, ohne dich erkenntlich zu zeigen? Was hast du nicht beachtet? Was darf in Balance kommen? Also, das passt einfach zu den übergreifenden Informationen, die wir gesehen haben von den Frauen, die eben aufzeigen, dass du an dem Punkt bist, dass du für dich ganz klar schaust. Und das in einer ganz wunderbaren Weise. Wie ist deine Einsicht, wie ist deine Wahrnehmung, wie ist dein Urteilsvermögen, wie bist du zufrieden mit allem und, ja, wie denkst du über das Ganze nach? Also viel tatsächlich aus der Ebene auch der Geisteshaltung. Also da passiert einiges bei dir. Wir schauen noch ein bisschen weiter und wenn wir weiter schauen, du kennst es sicherlich mittlerweile schon, wenn du meinen Kanal verfolgst, dann sehen wir, das Wohnzimmer kommt hier. Wenn das Wohnzimmer bei dir kommt, dann geht es um eine Energie, dass man sich wohlfühlt, da geht es um Privatsphäre, da geht es darum, dass du siehst, was ist alles bei dir in der Nähe. Und das, was bei dir in der Nähe ist, das sind die nächsten Karten und die nächsten Karten, die reden zum einen mal davon, dass wir hier sehen die Beschäftigung und die Beschäftigung ist eine Karte, die dir sagt, ähm, ja, man ist da gerade am Arbeiten, man tut etwas, man bewegt etwas. Das zeigt, dass du dich deinen Aufgaben stellst, dass du kreativ bist. Also wo fühlst du dich wohl? Wo verwirklichst du dich? Das ist eine ganz klare Botschaft hiermit dabei. Und diese Verwirklichung, die hat mit noch etwas zu tun. Und da sehen wir diese Karte, eine Reise, ein Mann, der steht mit gepackten Koffern beim Zug, der kurz vor der Abfahrt ist. Ja, du bist gerade in so einer Aufbruchstimmung, dass es sich wirklich anfühlt, wie wenn du morgen in den Urlaub fährst. Schnell noch Koffer packen und es geht morgen los. So eine Energie begleite dich in der kommenden Woche. Du merkst auf einmal, was hier alles mit den Karten, die wir vorher hatten, was hier alles möglich ist. Du gehst in Bewegung. Du wirst, du wirst so energiegeladen vorwärtsbrechen, dass du auf einmal merkst: Ja, wer bist du? Was kannst du? Was tust du? Das war dir schon lange bewusst eigentlich, aber du hast es noch ein bisschen unter deinen eigenen Scheffel stehen lassen und jetzt tust du dich selbst ermächtigen. Du gehst jetzt straight away deinen Weg und darum geht es. Also wow, ganz, ganz tolle Karten, eine tolle Entwicklung, die sich hier andeutet für dich und da geht es in großen Schritten hin. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben, was sehen wir bei dir? Bei dir geht es los mit dem Sprung ins Ungewisse. Ja, du darfst ein Risiko eingehen. Ja, du darfst entsprechend der Sehnsucht deines Herzens hier vorwärts gehen. Du darfst handeln. Also, wo möchtest du etwas tun, wo dein Herz schon lange sagt, das ist der Weg? Wo bist du dabei, dass du ausgebremst warst durch das Ego? Ermächtige dich jetzt selbst. Du hast Kräfte in dir, die diesen Sprung ins Ungewisse. Ja, das wird es sein. Du bist fast dann so wie einer, die dieser Todesspringer von Acapulco. So fühlt es sich für dich einen kurzen Moment an, dass du siehst, wow, was ist da unten. Aber ganz wichtig. Und ich glaube, für diesen Sprung ins Ungewisse. Schau dir das an, schau dir das Meer an. Denn gerade diese Springer von Acapulco, die beobachten das Meer, um im richtigen Moment zu springen. Und genau darum geht es. Der richtige Moment und der kommt aus deinem Herzen. Die Sehnsucht deines Herzens, die kennt diesen Weg, die weiß das, sehr, weiß das ganz genau. Diese Sehnsucht, die spricht mit dir und die zeigt dir auch ganz klar mit diesem Sprung ins Ungewisse. Wie kann man das vergleichen? Das zeigt glaube ich die nächste Karte ganz gut und dann kann man das verbinden, denn wir haben hier Kali, Ende und Anfang. Das Alte muss losgelassen werden, um Platz für das Neue zu schaffen. Und wenn du jetzt beide Karten nimmst, stell dir einfach mal vor, du bist in einem Urwald unterwegs. Auf einmal kommst du wo an und da ist jetzt tatsächlich nur die Möglichkeit nach vorne zu springen, unten ins Wasser. Oder du kannst einfach nicht weitergehen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das Alte, was du kennst, du läufst wieder zurück. Oder du machst diesen Sprung in das Wasser. Weil da unten, wenn du im Wasser landest, kommt etwas, das du nicht kennst. Du weißt wieder, was ist da im Wasser, was kommt in diesem Urwald noch zum Vorschein. Aber das ist der einzige Weg, wo es weitergehen würde. Oder du gehst wieder zurück. Wow, Ende und Anfang. Da wo das eine endet, beginnt das Neue. Du wirst hier geführt. Du wirst geführt und du bekommst die Botschaft, die Morgendämmerung, dass das Schlimmste hinter dir liegt. Neue positive Erfahrungen liegen vor dir. Wow. Du darfst neue Erfahrungen machen mit diesem Sprung ins Ungewisse. Du hast aber hier gleichzeitig eine Karte, die dir sagt, es wird positiv. Also dein Sprung ist positiv. Warum ist das so? Warum ist das jetzt so wichtig? Was hindert dich daran, jetzt zu springen? Geh auf die Selbstermächtigung. Du hast so viel Kraft in dir. Und jetzt überleg mal, du stehst dort, hast die Chance zu springen und dann kommen vielleicht irgendwelche Sprüche, die du im Lauf deines Lebens gehört hast. Was kann das alles sein? Ja, du kannst sowas gar nicht. Du willst da runterspringen? Du kennst noch viele, viele mehr solche Sprüche. Streich die alle mal. Return to center. Schick das zu denen Leuten, die dir das gesagt haben. Und werde dir ganz bewusst, dass du große Träume hast in deinem Leben. Nein, du machst dich nicht klein, im Gegenteil. Stell dir vor, wie du groß bist, wie du erfolgreich bist. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, dich dahinzustellen zu sagen, okay, das was die Leute mir eingetrichtert haben, ich kann da nicht runterspringen, geht nicht. Oder aber du sagst: Ey, wisst ihr was? Liebe Leute, ihr ihr alle, die mir irgendwelchen Bullshit gesagt habt, Return to Sender, werde zufrieden selber mit euren Aussagen. Ich will das nicht, ich gebe das ab. Hier zurück. Und dann sagst du dir ganz bewusst, ich bin groß, ich schaffe das. Ich schaffe das, ich spring da jetzt runter. Denn das Alte, das brauche ich nicht mehr. Und dann geh einen Schritt zurück, nicht um zurückzuweichen, sondern um Anlauf zu nehmen und spring. Du wirst das schaffen. Du wirst das schaffen. Du wirst merken, dass hier das ist das Ende und gleichzeitig der Anfang für deine großen Träume, für deinen neuen Weg, den du hier gehst, weil du dich groß gemacht hast, weil du dich selbst ermächtigt hast. Darum geht es für dich. Du holst dir ganz klar einen Teil deiner Seele zurück. Denn was wurde getan, was wurde gemacht? Da wurde ein Teil von dir ganz, ganz klein gehalten. Und was passiert, wenn es klein gehalten ist? Man hat das Gefühl, das ist gar nicht da. Aber du holst das zurück. Du holst das größer und besser zurück, als es je da war. Du hast die Kraft. Du schaffst das, weil... Warum ist das so? Ich habe dir vorhin gesagt, die Springer von Acapulco, die warten auf die richtige Welle. Und bevor ich dir jetzt mal zeige, was hier ein Text auf der nächsten Karte ist, zeige ich dir mal, schau mal, was wir hier haben. Die Wellen. Die richtige Welle, das ist deine. Und dann bist das du hier. Du bist das Sein. Wer bist du? Wer möchtest du sein? Du darfst jetzt sein, wer du wirklich bist. Und das ist der Punkt. Du darfst sein, wer du wirklich bist. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Also ganz, ganz wunderbar. Wir sehen hier auch gleichzeitig die Eiche bei dir, die sagt, in der Stille deines Herzens findest du einen ungeahnten Schatz. Nur Mut, hebe ihn hervor. Und dieser ungeahnte Schatz. Das ist dieser Seelenanteil, der klein gehalten wurde, den du dir hier zu, zurückholst, größer denn je. Denn es ist ein Schatz, es ist etwas von dir, in dir, das jetzt herauskommt, das sich zeigt in seiner ganz wahren Größe. Und nicht nur das, sondern wir sehen hier noch mehr Natur, wir sehen, und das ist eine ganz tolle Botschaft, genieße das jetzt, singe, tanze, lache. Und mache jeden Augenblick zu einem Fest der Freude. Und lade alle dazu ein. Dein Lohn wird Glückseligkeit sein. Wow! Du siehst, dein Sprung macht sich bezahlt. Der macht sich bezahlt, weil ja, da liegt vieles hinter dir. Aber jetzt kommen ganz, ganz neue tolle Erfahrungen in dein Leben. Und das wird sich zeigen. Sei auch dankbar, das sagt dir die liegende Acht hier, die sagt Dankbarkeit und Demut. Denn Dankbarkeit auch eine ganz, ganz wunderbare Kraft und Energie, denn du könntest jetzt verbittert sein und sagen, boah, all die Menschen, die mir sowas ans Hirn geschmissen haben, die könntest du jetzt verfluchen. Nein, machen wir natürlich nicht, um Gottes Willen, sondern... Bedanke dich und sage Danke für, durch die Erfahrung, wo du mich gelotst und geleitet hast. Und schick das mal den ganzen Seelen, die dir irgendetwas im Laufe deines Lebens mitgegeben haben, das dich klein gehalten hat. Bedanke dich für die Erfahrung, die du gemacht hast, weil nur dadurch konnte dieser verborgene Schatz in dir durch deinen Sprung erst zu dem Großen werden, was du jetzt hervorholst. Und. Deswegen ist auch für dich so wichtig, und das sagt die nächste Karte, eine besondere Karte, die aus den Rauhnächten kommt, sie sagt Wurzeln und Erdung. Kenne deine Lichtwurzeln. Die Karte fragt dich, was gibt dir Halt, was hält dich am Leben, was brauchst du, was kannst du geben, was nagt an deinen Wurzeln, wie ruhst du in dir. Im Ursprung ruhend bist du im Jetzt und hier. Etwas ganz Besonderes, das hier zum Vorschein kommt, denn deine Lichtwurzeln, das, das ist ja ein ganz, ganz wunderbarer Moment in dir, an dir und ja, all das, das wird sich hier zeigen. Wow, wir gucken ein bisschen tiefer und schauen. Was kommt da so zum Vorschein? Gerade wenn man an so einem Prozess ist, der Sprung ins Ungewisse, der kann auch damit zu tun haben, dass du geprüft wirst. Warum wirst du geprüft? Und das sehen wir mit der nächsten Karte. Da kommt eine falsche Person und eine falsche Person, die kann zu jeder Zeit in dein Leben kommen. Warum kommt diese falsche Person in dein Leben? Eben weil es eine Prüfung ist und an dieser Person, ja. Irgendetwas stimmt da nicht so wirklich. Also, da ist jemand unaufrichtig. Deswegen guck da mal genauer hin. Warum sollst du da genauer hinschauen? Und ähm, da sehen wir eine Karte. Ein langer Weg. Ein langer Weg. Und da hinten ist Licht. Also, ein langer Weg kann viel bedeuten. Ich hatte hier so den Impuls, da kommt jemand vielleicht auch aus deiner Vergangenheit wieder, den du vor langer, langer Zeit. In irgendeiner Form verabschiedet hast. Auf einmal steht derjenige wieder da. Es hat seinen Grund, warum hier die Karte falsche Person ist. Da ist irgendetwas nicht ganz koscher in dem Ganzen. Also ich würde da ein bisschen genauer hinschauen, was und warum das so hat. Denn was wir hier auch sehen, und das zeigt einfach die nächste Karte, die sagt ferne Horizonte. Das ist eine Karte, ähm, die dich in die Weite schauen lässt, wo auch Grenzen aufgelöst werden, wo auch Sehnsüchte da sind. Und das zeigt für mich tatsächlich, dass, das ist eine Prüfung, denn die, diese falsche Person, die aus deiner Vergangenheit hier kommt, die hat nur einen einzigen Grund, die will etwas an dir ziehen und zerren, was dich vielleicht wieder klein hält, was dich in deiner Entwicklung blockiert und... Ähm, ja, ich glaube aber, dass du erkennst, wie sehr du dich selbst ermächtigt hast in der Zeit, wo du keinen Kontakt zu dieser Person hattest. Und du wirst merken, ja, in welche Richtung du dich entwickelt hast, in welche Richtung auch die andere Person sich entwickelt hat. Und dann entscheide auch aus deinem Herzen heraus, denn du bist hier in einem ganz bewussten Seinszustand, der sich bei dir entwickelt hat. Also ein ganz, ganz toller Weg im Übrigen. Wow. Spannend, spannend, spannend. Alle, die den dritten Stapel gewählt haben, um was geht es bei dir? Also ich fand ja schon die anderen beiden Stapel mega interessant, aber der dritte Stapel, der hat ja auch das gewisse etwas. Was sehen wir bei dir? Wir sehen bei dir... Da möchte ich etwas weiter ausholen, weil wir haben hier ähm, das Kartendeck mit dabei von den Göttinnen und die Göttinnen, die hier sind, ja, sie geben dir schon mal eine Richtung, wohin es hingeht. Und da kommt als allererstes die Weise Tara, die sagt, es geht um deine Empfindsamkeit. Ja, du wirst zunehmend empfindsamer. Es geht darum, dass du bei Beziehungen, Umgebungen, Situationen, Chemikalien, bei allem, was um dich ist, dass du tatsächlich guckst, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dass du aus dem Ganzen heraus entscheidest. Weil, und da sehen wir hier, du hast eine innere Weisheit zu wissen, was zu tun ist. Deine innere Weisheit, die weiß das. Also, das ist ein inneres Wissen. Handle danach. Und wenn du danach handelst und jetzt schau mal diese beiden Karten, beide einen Grünton, für mich immer die Farbe auch, wo ich sage, okay, da geht es Richtung einem Heilungsthema, höre auf dein Herz. Du bist empfindsam geworden, ja, du spürst, aber du fühlst, wenn etwas in eine Richtung geht. Achte darauf, denn in dir, da ist so viel Weisheit da. Nimm diese Selbstermächtigung an, dass du immer mehr ermächtigt worden bist auf das zu hören, was in dir ist. Du bist auf so einem wunderbaren Weg. Und auf diesem Heilungsweg geht es bei dir in das Heilungsthema der Mutter. Die Karte spricht, wenn deine Gefühle bezüglich deiner Mutter heilen, erfüllen sich deine Wünsche besser. Ja, wenn du diesen Stapel gewählt hast, Deine eigene Mutter, was, was hat es da auf sich? Schaue da genauer hin. Schaue da diese Woche hin, schaue, was dir über den Weg läuft. Du wirst, glaube ich, viele, viele ähm, Hinweise bekommen und das sehen wir gleich, da hole ich schon die nächste Karte dazu, die sagt, da kommen wiederholte Zeichen, innere Führung wird dich da auch hinführen. Also du wirst immer wieder drauf geschubst, was es auf sich hat wo du hinschauen sollst mit dem Mutterthema. Ich habe auch so den Impuls, dass für viele das einfach, einfach nur, in Anführungszeichen, weil so einfach ist es ja auch nicht, das Mutterheilungsthema ist, aber auch dann, bei vielen wieder mit dem eigenen Mutterdasein. Also, da geht so eins ins andere über. Und ich glaube tatsächlich, da werden Situationen kommen, wo du auf der einen Seite erkennst, wie hat deine Mutter gehandelt, auf der anderen Seite erkennst, wie du handelst. Wenn du keine Mutter in diesem Leben geworden bist und du hast Situationen, die auf dich zukommen, dann frag dich immer, wie hätte ich gehandelt? wenn ich Mutter geworden wäre. Also bleibe dann wirklich in diesem positiven Denken und nicht in irgendetwas, okay, warum bin ich nicht Mutter geworden, sondern Achte darauf wirklich, wie hättest du es getan, wenn du denn Kinder gehabt hättest? Also, das sind ganz, ganz wichtige Impulse, weil es eben um Heilung geht. Und für alle, die, die Kinder haben, achte auch drauf, was spiegeln dir deine eigenen Kinder, wie warst du vielleicht als Kind und wie hat deine Mutter reagiert, wie reagierst du drauf? Also, da ist ganz, ganz viel Wechselspiel. Denn was wir hier sehen, und ich muss fast ein wenig schmunzeln: ähm, da kommt die Mitte, da ist außenrum ganz viel Sturm und Action, Bewegung und ja, diese Mutter, ich nenne sie jetzt mal Mutter, ist in einer tiefen, tiefen Mitte. Warum nenne ich sie Mutter? Es hat damit zu tun. Und warum habe ich geschmunzelt? Denn. Diese Energie, was dieser Stapel so in sich widerspiegelt, ähm, das habe ich für mich diese, wo diese Woche, die laufende Woche, ganz intensiv gespürt. Also, das war schon ein wenig vorgreifend für das, was hier liegt, denn da, da sind Dinge passiert ähm, mit meinem jüngsten Sohn, wo ich intuitiv Dinge wusste, ihm versucht habe, auch Dinge klar zu machen. Ähm, wo ich aber für mich wieder ganz anders reagiert habe, wie es meine eigene Mutter getan hätte. Und ähm, das war auch ganz gut. Also ich habe da sehr viel reflektiert. Deswegen finde ich das so spannend, dass das für die kommende Woche kommt, weil da darf vieles heilen. Und das kann ich euch deswegen eben an die Hand geben, weil ich das in dieser Woche schon durch habe. Und das Schöne ist, ähm, ich bin jetzt aus diesem Impuls heraus mit Ganz, ganz viel neuer Liebe in mir. Und jetzt schaut mal, diese Karte, die kommt auch. Also, das zeigt hier, egal wie viel Sturm im Außen ist. Und ja, bei uns hat da auch ein bisschen ein Sturm durchgefegt beziehungsweise eher bei meinem jüngsten Sohn. Ähm, ich glaube, ich war für ihn genau diese Mama in diesem Sturm, in diesem Aufbrausenden, was da so außenrum passiert, habe ihn immer wieder auf, auf diesen. Boden geholt und das war ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Also das war etwas sehr, sehr Spannendes, was hier passiert ist. Denn, das kann ich euch nur mitgeben hier tatsächlich für alle, die diesen Stapel gewählt haben, bleibt in eurer inneren Mitte, ermächtigt euch, nimmt diese Mitte an, denn ihr könnt in diesem Sturm überstehen. Das ist möglich egal wie stürmisch das im außen ist und da ist so schön dass auch diese karte kommt der kirschbaum der sagt du bist freude du bist das licht das diese welt braucht also lass es fließen lass aus dir heraus ganz ganz viel licht fließen und ich glaube hier also da ist unwahrscheinlich viel ja herzenswärme Liebe, die da auf dich zukommen darf, eben in Bezug auf das Heilungsthema mit der Mutter. Die kommende Karte, die sagt auch, die bestätigt das noch ein bisschen. Sie sagt nämlich, nur Mut, dein Herz hat eine ungeahnte Kraft. Also sei dir bewusst, du hast Kraft. Ermächtige dich selbst, in dieser Mitte zu stehen. Diese innere Weisheit zu zu wissen, dass das, was du spürst, was du fühlst, dass das da ist, dass das passiert und andere auch liebevoll hier mit reinzunehmen. Denn vielleicht hast du eine Mutter gehabt, die sehr streng war, die dominant war und vielleicht bist du eine andere Mutter. Kann ein Beispiel von vielen sein. Also du wirst merken und ich glaube, du wirst für dich die richtigen Impulse haben, wenn du diesen Stapel hast, was das für dich bedeutet. Wir sehen nämlich auch mit der Liegenden 8, da kommt die info verbindlichkeit und diese Verbindlichkeit, das ist Klarheit, das ist Stabilität, die ins Leben kommt, das ist für mich auch eine, eine reinigende Kraft, die hier mit reinkommt. Was ich noch viel, viel schöner finde und <laughs> da muss ich wieder schmunzeln, weil das einfach zu dem Thema, das ich mit meinem jüngsten Sohn hatte, so extrem passt. Aus den Rauhnachtkarten kommt die wilde Jagd. Jemand aus dem Himmel wacht über dich. Ein Toben und Brausen liegt in der Luft. Knallende Peitschen, Viren, Schnauben und so weiter. Eine wilde, wilde Jagd. <laughs> den Sturm haben wir hier auch. Also bei uns, ich kann euch sagen, das war schon schon nervenaufreibend diese Woche. Ähm, ich war ganz gechillt. Wenn euch das wirklich genauso auch begegnet, ich kann es nur wiederholen, bleibt in eurer Mitte. Und wir haben es hier, die Karte sagt, jemand aus dem Himmel wacht über dich. Das waren auch Worte, die ich in dieser Woche zu meinem jüngsten Sohn gesagt habe. Und ich gesagt habe, ähm, ja, da ist jemand, der hat die Hände über dich. Und irgendjemand da oben ist da, der auf dich schaut, also ich habe auch schon so eine Ahnung, wer das ist und ja, da bewegt es mein Herz sowieso, aber ja, wow, ich bin gespannt bei euch allen, wenn ihr diesen Stapel was bei euch da passiert, weil ich möchte noch gar nicht so viel vorne wegnehmen, welche Eventualitäten da alles kommen können und so weiter. Ja, was zeigt sich hier? Wir schauen tiefer, da kommt das Gericht. Das Gericht ist eine Karte, diese Karte, die sagt, das ist eine Energie, dass es um etwas Öffentliches geht. Ähm, Gericht ist ja auch immer, dass man das Gefühl hat, ähm, es ist eine Auseinandersetzung da. Ja, das kann bei dem einen oder anderen sein, aber da geht es auch um Entscheidungen, da geht es um zu wissen, okay, was tue ich, was wird der nächste Schritt sein und so weiter. Wir sehen dann auch noch. Da kommt eine Militärperson. Das ist in der Regel, kann das sogar auch Polizei sein, also Männer in Uniformen, ähm, aber auch Arbeitskleidung, kann aber auch tarnen sein und so weiter. Also jemand, der unehrlich etwas, wenn er sich tarnt, dir mitteilt. Also achte da auf alle Eventualitäten, weil wie gesagt Gericht eben, das ist so eine Sache auch Auseinandersetzung und das kann jetzt jemand sein, der nicht ehrlich ist. Das kann eine Auseinandersetzung mit Polizei sein. Also es kann ganz ganz viel sein und ähm, das Ganze mündet dann in der Rechtsprechung und die Rechtsprechung, wenn kommt, zeigt eigentlich an, dass es einen positiven Verlauf nimmt. Also es ist wirklich, dass kompetente Personen wirklich mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist mal gut. Das sind einfach Dinge. Ja, eine Auseinandersetzung, die aber geklärt wird und man, man könnte jetzt auch sagen, okay, da ist ganz, ganz viel vor Gericht, aber ich glaube, dass die wenigsten tatsächlich hier eine Gerichtsverhandlung haben, einzelne ja. Aber es geht um Auseinandersetzungen, es geht darum, ähm, hat da jemand gelogen oder nicht gelogen, ist da Wahrheit gesprochen worden und so weiter. Aber es wird, es wird eine Lehre sein, die hier mit dabei ist. Also auch eine ganz spannende Energie. Ja, ihr Lieben, ich bin schon am Ende angekommen. Ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe und in diesem Sinne, Namaste.